Sechs Gründe, warum Bhutan das faszinierendste Land der Welt ist. Hallo, heute geht es um das Land Bhutan. Und ich werde die Gründe nennen, warum aus meiner Sicht Bhutan das faszinierendste Land ist, das es momentan weltweit gibt. Punkt 1. Bhutan ist das weltweit letzte Land, das den Fernseher eingeführt hat. Also Bhutan hat erst im Jahr 1999 beschlossen, dass Fernseher erlaubt sind. Also vorher wurden diese vom Gesetz her verboten. Und dies hat auch zum Missmut von vielen Bhutanern geführt, da sie sagen, dass früher die Leute noch sehr lange zusammengesessen haben, geredet haben und gesungen, und heute sitzt der Großteil der Bhutanesen um die Zeit, wo sie dies früher getan haben, vor dem Fernseher. Punkt 2. Bhutan hat keine Ampeln. Bhutan ist eines der wenigen Länder weltweit, die keine Ampeln haben. Also der Verkehr wird ausschließlich von Polizisten geregelt, und es gab auch einmal den Versuch, eine Ampel einzuführen. Also es wurde für eine kurze Zeit eine Ampel eingeführt. Allerdings gab es daraufhin große Proteste, da viele Bhutanesen sich beschwert haben, dass diese Ampel viel zu unpersönlich sei. Punkt 3. Bhutan hat das Ziel, ein nikotinfreies Land zu werden. Im Jahr 2004, glaube ich, wurde vom damaligen König beschlossen, dass es ein sehr strenges Rauchergesetz wird, und es darf zum Beispiel nicht an öffentlichen Plätzen geraucht werden, und auch die Steuern sind extrem hoch, und wenn man gegen das strenge Gesetz verstößt, kann man mit einer Geldstrafe belegt werden, die höher ist als das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Bhutaners. So, weiterhin hat Bhutan das Bruttonationalglück eingeführt. Dafür ist das Land auch weltweit bekannt geworden, und dafür wurde von dem König eine Kommission erwählt, die zuständig dafür ist, das Glück der Bhutaner regelmäßig zu erforschen, regelmäßig Befragungen zum Beispiel durchzuführen und, falls Leute unzufrieden sind, da Strategien zu entwickeln, um das Land glücklicher zu machen. Dies ist ein sehr interessanter Ansatz, da es nicht wie fast alle anderen Länder auf die wirtschaftliche Leistung, dass die nicht im Vordergrund steht, sondern wirklich das Glück. Also obwohl Bhutan eines der Länder, die wirtschaftlich eines der schwächsten sind, ist, kann man doch sagen, dass es wahrscheinlich dort deutlich glücklichere Menschen gibt als in vielen Industrieländern. Der fünfte Punkt ist die positive Treibhausbilanz. Bhutan ist eines der wenigen Länder, die eine positive Treibhausbilanz aufweisen. Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass mindestens 60% der Waldfläche, der Fläche Bhutans von Wald bedeckt sein müssen. Und außerdem gibt es auch sehr strenge Naturschutzrichtlinien. Zum Beispiel kann man dafür, wenn man ein seltenes Tier tötet, lebenslang ins Gefängnis kommen. So, der letzte Punkt. Bhutan hat das Ziel, bis zum Jahr 2020 komplett nur organische, biologische Lebensmittel herzustellen. Also schon heute werden fast keine Pestizide in Bhutan verwendet, und es ist das Ziel der Regierung, bis zum Jahr 2020 halt komplett auf Bio-Lebensmittel umzusteigen. Dies hat allerdings auch einige Kritiker, da die bhutanische Bevölkerung momentan recht stark ansteigt, und daher gibt es die Befürchtung, dass es hierdurch zu einer Lebensmittelknappheit kommen könnte. Ja, insgesamt finde ich, kann man sehr viel von dem Modell Bhutans lernen. Vor allem Industrieländer können sich sehr viel von diesem Land abschauen. Natürlich gibt es auch sehr viele Probleme in Bhutan, und es gibt bestimmt auch Leute, die unglücklich sind. Allerdings hat man doch das Gefühl, dass
viele Bhutanesen deutlich glücklicher sind. Und vielleicht sollte auch einfach mal in vielen anderen Ländern ein Umdenken erfolgen, dass halt viel mehr Wert auf die Zufriedenheit der Bevölkerung und den Umweltschutz gelegt wird, als nur auf die wirtschaftliche Leistung zu schauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte einigen mit diesem Video helfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen zu dem Video habt, könnt ihr das natürlich gerne hier runter posten. Und wenn ihr noch mehr interessante Informationen wollt oder auch diesen Artikel nochmal nachlesen wollt, könnt ihr auf die Seite www.geographiestudium.de gehen. Die habe ich auch hier runter verlinkt. Und wenn ihr auch regelmäßig über Themen der Geographie informiert werden wollt, könnt ihr natürlich diesen Kanal auch gerne abonnieren.